Kiefoldstraße in Treptow am helllichten Tag. Der kleine Juwelierladen Sena ist aus Sicherheitsgründen wie immer verschlossen. Ein Freund will den 46-jährigen Ladeninhaber Soljodé besuchen. Dabei macht er die grausige Entdeckung. Man hatte durch die Schaufensterscheibe eine Person am Boden liegen gesehen, hat die Feuerwehr alarmiert, die dann die Eingangstür aufgebrochen hat. Die Feuerwehr konnte dann dem Ladeninhaber nicht mehr helfen. Er ist tot. Die Polizei geht von einem Mord aus. Soljodé, ein großer, stämmiger Mann, ist bei Nachbarn und den Ladeninhabern im Kiez sehr beliebt. Die Geschäftsleute rundum sind fassungslos. Wir haben zusammen hier Schnee gefegt im Winter wie die Weltmeister. Er hat für mich Post entgegengenommen, wenn ich mein Büro zu hatte. War ein netter, friedlicher Mensch. Sicher sind hier manchmal kuriose Gestalten reingegangen oder so, aber da denkt man sich ja bei nichts. Ich bin schockiert. Wo soll das alles noch hinführen? Weil, ist nun mal so. Man fühlt sich nicht mehr sicher und hätte uns genauso passieren können. Der Juwelier hatte den Täter vermutlich selbst eingelassen, denn Kunden müssen klingeln, um ins Geschäft zu kommen und es muss ihnen von innen geöffnet werden. Polizisten von der Spurensicherung suchen nach Hinweisen, noch gibt es kaum Informationen. Die Mordkommission ist ganz am Anfang ihrer Ermittlungen. Es wird untersucht, ob etwas entwendet wurde, was zum Tode des Mannes geführt hat und was die eventuellen Beweggründe dafür sind. Angehörige des Juweliers wurden informiert und am Ort von Seelsorgern betreut.